Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ende dieser wundervollen Battle-Geschichte hier, wo wir eine personifizierte Figur freispielen wollen. Das ist voll der schlechte Winkel. Wir gehen jetzt mal nach hier vorne und gucken da mal. Und schauen hier mal, 46%. Da, auf den hat er nur 30%. Ja, nehmen wir 46%, was soll's. Wenn er ganz viel Glück hat und kritisch macht, wird es vielleicht sogar was werden. Wird es aber nicht. Na gut. Vielleicht wäre dann das doch der... Ding ist was Besseres gewesen. Hoffentlich wird es nicht in die Luft gesprengt. Oh, der hat den markiert. Das ist nicht nett. Vier Schadenspunkte. Ja gut, der hält mehr aus. Das ist nicht gut. Stell dich doch am besten gleich vor mich. Ja. Tja, da wird schon gar nicht mehr angezeigt, wie viele Schadenspunkte es sind. Das sind wahrscheinlich auch vier. So. Hat es den jetzt da wenigstens geschnetzelt? Minus 1,5, das Zielpaket wurde zerstört. In diesem Gebiet gibt es nichts mehr zu bergen. Ja. Entschuldigung. Hat das hier schon gebrannt? Spiel laden. Ja. Super Wurst. Super. Hat das hier schon gebrannt? Nee, noch nicht. Da hinten ist der Dingens. Wenn ich jetzt mit meinem... So, Y. Feuerschutz. Y. Das war jetzt auch wieder blöd. Wollte ich doch eigentlich gar nicht. Zu Befehl. Kannst du von da hinten aus zu spät zu einer etwa bis dahin schießen, wollte ich gerade sagen. Weil das wäre cool, da hätte man so ziemlich alle erwischt. Der hat mit einem Schuss den erlegt, das ist schon mal gut. Der schießt daneben auf den Laster, wenn der Laster jetzt wieder explodiert. Durch die Krise. 6 Schadenspunkte auf den Dings. Ne, inakzeptabel. Der Laster ist schon wieder am kaputt gehen. Spiel laden. 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 Ja, also so viel zu dem Thema. Ich mache jetzt nur noch schnell diese Aufgabe zu Ende. So. Du. Wie weit kommst du? Wahrscheinlich nicht allzu weit. Nö. Und wenn du bis nach da hinten kommen würdest, würdest du jemanden aufscheuchen und das wäre nicht gut. Wechsle Position. Da vorne scheuchst du, glaube ich, schon jemanden auf, ja. Haben es mit Edwin zu tun. So, also, wenn du jetzt von hier aus zum Beispiel hier hinschießt, kriegst du die beiden, dann mach das. Hat nur nicht so viel Effekt, wie ich es gerne hätte. So. Du darfst mal bitte den Mutonen da vielleicht gerade mal wegmachen. Mach mal. Dankeschön. So. Habt ihr was gesehen? Hab ich, hast du gut gemacht. Eine Beförderung verdient. Sehr schön. Du kannst nur Distanzschutz machen. Ne? Super. Dann machen wir hier erstmal safe und machen dich tatsächlich zum Distanzschützer. Du könntest auf den da schießen.
Könntest aber auch erstmal einen Distanzschutz machen. Oder die Stellung wechseln. Ich weiß nur noch nicht wohin. Vielleicht nach hier vorne und dann Distanzschutz? Rücke aus. Wäre vielleicht ja auch eine ganz gute Idee. Oh, ich glaube, das Auto brennt. Oder ist es schon ausgebrannt? Nee, ich glaube, es brennt hinten dran. Na, wir werden es merken. Bin dabei. Kannst du irgendwas außer da rumstehen? Nö. Weißt du was? Y. Mir geht nichts. Geh da hin. Hoffentlich lohnt sich das. Und Y. Mir entgeht nichts. So. Das hat den schon mal erledigt. Okay, einen habe ich erwischt. Hab dich nicht so. So. Ach, der rennt jetzt hier darauf rum. Daneben. Wenn jetzt nicht das Auto explodiert und den mit in den Tod reißt, können wir so weitermachen. So, jetzt erstmal safen. Safe, safe, safe. Ich finde das echt blöd, dass das nicht angezeigt wird. Gut, hier ist Nachladen angezeigt. Alles im grünen Bereich. Das sagst du. Biete Feuerschutz. Ja, mach mal Feuerschutz. So. Bei dir hätte ich gerne, dass du nach da hinten gehst. Nein. Ja, 3 bis 5. Das reicht aber nicht. Okay. Und hat auch nur noch einen Lebenspunkt. Na super. Du hast 52%, 34%. Ich fühle mich ein bisschen vom Leben an der Nase herumgeführt. Hat nicht irgendjemand noch eine Idee, Mensch? Wie sieht's denn hier aus? Na, wirklich weiter nach vorne kommen wir nicht. Wie weit kommen wir denn hier? Bis hierhin dann schießen oder bis hierhin dann schießen vielleicht? So. 42%. Probieren geht über studieren. Okay. Feindliches Ziel erledigt. Ja, jetzt haben wir immer noch das Problem mit diesem anderen da. Und mein Hauptproblem ist, dass ich nicht möchte, dass das Auto angeschossen wird. Aus. 45%. Moment. Safen. Okay, genau so soll es sein. Minimaler Schaden. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. So, nochmal speichern. Und du machst jetzt deinen Schwerthieb und dann sollte der eigentlich kaputt sein. Und das Tolle ist, du stehst dann auch gleich bereit zum Einsammeln, weil da lag doch was. So. Mit sich rum. Zielfernrohr ist super und Stecher. Ich hab was Neues. Menace 1-5, wir orten keine weiteren Kontakte bei Ihrer Position. Das Gebiet ist gesichert. Rücken Sie zum Ziel vor, bevor die Ladungen explodieren. Unten keiner der Riesen. Die Uhr tickt. Die Sprengladung wird nicht warten. Begeben Sie sich zum Datenarchiv und deaktivieren Sie sie. Jo. Gebe Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Verstanden. Bin unterwegs. Augen auf das Ziel. Menace 1-5, hier Avenger. Das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. So, du machst erstmal Gremlin-Heilung. Weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber... Heilmodus.
wäre zumindest eine Möglichkeit. Und dann wäre die Frage, weil es ist ja nur eine Aktion, kann ich es gleich nochmal machen? Zusammenflicken! So. Feuerschutz! Bin dabei! Ach, das muss gehackt werden. Nö, das macht unser Hacker. So. So, Frage. Warum kann der von da aus nicht hacken, weil er es nicht sieht? Hat die hinter sich die Tür wieder zugemacht, ne? Super Wurst. Ist es auch sicher? Hacking. Machen wir erstmal Tür auf. Was war denn jetzt? Tür geschlossen. Ah, die war wohl offen. Kiste hacken. Hacke mich ein. Einnahmen aus der aktuellen Region um 25 erhöhen. Die Scanzeit der Avenger ist 4 Wochen lang um 50% reduziert. Wäre natürlich toll, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. 25 erhöht ist auch in Ordnung. Okay, also ich muss da irgendwie, wahrscheinlich wenn er im Level steigt, wird er besser. Meines 1-5 Status bestätigt, Mission erfüllt. Oh Mann. Naja. 100% Trefferquote. Okay. Hatte ich jetzt nicht so im Gefühl, aber kann natürlich sein. Na, ihr Zwillinge? Das Tolle ist, wir kriegen jetzt den Eid Dragon Slayer. Bin mal gespannt, was ihr von seinem Outfit haltet. Ich würde ihn halt, wie gesagt, gerne als Scharfschütze ausbauen. Na, endlich. Müssen wir dann mal gucken, wie wir es am besten machen. Kommt, landet. Oh Mann. Ich bin ja echt froh, dass ich den neuen PC jetzt habe und vor allen Dingen, dass es HD-Videos sind, die ich euch jetzt hier anbieten kann. Aber im Großen und Ganzen. Mit so einem Kampf haben die Aliens sicher nicht gerechnet. Beeindruckend, Commander. Das ist eine Ansichtssache. Verwundet, wenn auch nicht schwer verwundet. Was bedeutet, dass das Heilen irgendwas gebracht haben muss, weil sie hatte ja nur noch einen Trefferpunkt. So. Tod von oben, ja genau, das wollten wir. Tod von oben bestätigen. Weiter. Gut, du könntest Phantom oder Klingenmeister werden. Klingenmeister 2 mit allen Schwertangriffen. Das war nochmal Phantom der Avengers. Er kann unabhängig Verborgenheit vorbringen und dabei Gegner im Nahkampf. Nein, wir machen Klingenmeister weiter. So, und du, was wirst du dann? Ja. Ein Specialist. Siehst auch aus wie ein Specialist. So. Ja.
Was war Zielfernrohr? Ist das das für meinen zweiten? Genau, Zielsicherheit um plus 5. Das kriegt auf jeden Fall der zweite Scharfschütze. Sie und Ihre Männer haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Beeindruckende Leistung. So, gucken wir uns erstmal den Typi an. Soldaten anzeigen. Wo ist er denn? Der Eid, Dragonslayer. Steht sogar ziemlich weit oben. Das finde ich sehr, sehr gut. Achso, es wird sowieso, glaube ich, nach der Dings. Und wie findet ihr ihn? Mit Herzchen? Eigentlich hat er ja auch eine Herzchenwaffe. Aber gut. Wir wollen ihn ja ummodeln. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Guerillaschule? War das hier? Nee, ich glaube, das war nicht hier. War das hier? Nein, war nicht hier. Fortschrittliches Kriegszentrum. Also, Scharfschütze hat man gesagt, oder? Sergeant. Alt Dragonslayer. Hier für der Soldat kann in seiner Klasse neu ausgebildet werden. Nein, nicht in seiner Klasse. Er soll hier umgebildet werden dann. So, später Rekruten. Ach. Okay, der kann gar nicht umgebaut werden. Schade. Dann bleibt der schwere Waffen. Wieso eigentlich nicht? Sprengschutz. Oder zerfetzen. Natürlich kriegt er zerfetzen. Dann kriegt er Sprengschuss. Was war das? Nee, das hier niederhalten. So, danke fürs Gespräch. Weggetreten. Ich finde halt die Herzchen süß und er hatte eigentlich auch so eine Herzchenwaffe dann in der Hand. Schade, dass das nicht. Dass das nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ansonsten. Sergeant Dragon. Dragon Slayer. Ja. Und jetzt haben wir auch endlich unseren deutschen Soldaten. Ach ja. Nehmen wir zwei Grenadiere mit und zwei Scharfschützen. Oder wir lassen den Grenadier dann zu Hause. Ja, aber ist eigentlich auch ganz nett. 5 Tage noch verwundet. Dafür, dass die nur noch einen Schadenspunkt, einen Lebenspunkt hatte, ist es auch nicht so lange. Ich glaube wirklich, dass es auch so ein bisschen drauf ankommt, ob man die vorher noch schafft zu heilen. So. Alien-Trümmer wegträumen. 0 Tage. Wahrscheinlich, bis wir da jetzt zurückgeflogen sind. Nee, genau so. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ja, darf nicht. Ich will da ja gar nichts bauen. So. Okay. Wie ist denn das jetzt hier im Energierelais? Ach, der baut hier unten, baut er noch eine zweite. Wenn ich hier nämlich das verbessern wollen würde, bräuchte ich für eine normale Energieleitung und für eine Lirium-Leg... ja, okay. Aber ich könnte hier einen Ingenieur einsetzen. Da hätte ich nämlich wieder genug Strom. Wäre jetzt die Frage, ob ich das brauche. Weil im Endeffekt brauche ich im Augenblick auch nicht mehr Strom. Und Energierelie brauchen wir hier. Hier unten freiräumen ist noch nicht, aber hier freiräumen wäre vielleicht eine Maßnahme. Komm da raus, entfernen. Oder hier drüben runter. Nee, aber ich denke hier, damit wir hier dann noch ein Energierelease unten drunter bauen können. Freiräumen. Oh, hier könnten wir sogar 3 Ingenieure einsetzen. Wir haben aber nur den einen erstmal freiräumen. Also, wie lange wird es dauern? 30 Tage. Gut. Aber irgendwann. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich hier keinen eingesetzt hätte. Sehr merkwürdig. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre. Wir haben Techniker. Die meisten unserer neuen Rekruten haben hier nicht auf so engem Raum wie auf der Avenger gearbeitet. Vor dem Krieg hätten wir
Zeit für ihre Ausbildung gehabt, aber jetzt... Tatsache, wir bauen das gerade gar nicht. Wir entfernen ihn hier. Und bauen jetzt bitte hier erstmal das Kommunikationsdingens. Okay. Achso, dann wird es 50% schneller gebaut. Aber das ist okay. Dann sind es nur noch 6 Tage. Das finde ich gut. Dann soll lieber das hier noch 6 Tage dauern, bis da die Trümmer entfernt sind. Ja, das passt. Oh Mann. Avenger-Energie. Okay. Nicht jetzt. So. Wir wollten hier schwarzer Rauch weitermachen. Niedrigere Kontaktkosten. Na dann scannen wir. Super, Kontaktkosten und Nix-Reduktion. Nein, ist okay. Und dann haben wir als nächstes, was haben wir hier? Eine Klinik, die 6 Tage lang freigescannt werden muss. Voll der riesen Schatten, den das Ding wirft. So. Und... Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Aha. Bevor wir überhaupt damit beginnen, können die Alien-Datenpakete zunächst verstehen, wie genau sie ihre wertvollsten Daten sichern. Ach, wer hätte das gedacht? Tu mal Code Yes eingeben. Es war sofort klar, dass die Alien sich nicht auf konventionelle Algorithmen verlassen, sondern stattdessen eine komplexe Matrix. Wer hätte das gedacht? Ein fortlaufendes Feld psionischen Interfaces lieferte eine zusätzliche Schutzschicht, die direkt mit dem Advent-Netzwerk verbunden ist, wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollen, vielen Sicherheitsvorkehrungen der Alien zu knacken, müssen wir spezielle Geräte bauen, um jede Verschlüsselung zu trainieren, bevor wir auch... Also ich würde ja eigentlich eher den Draht B mit Draht A zusammenschließen und dann ist die Sache gelaufen, aber gut. Neue Einrichtung für eine Schattenkammer. Ja, ich habe auch manchmal einen Schatten. Diese Einrichtung ermöglicht der Technik, Chefingenieurin Shen, die Durchführung der Entschlüsselung. Ja, das ist super. Widerstandsfunk. Ich denke, wir machen den Widerstandsfunk. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Ja, das ist Sie auch hören richtig von so. Mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ich will auch vorher nichts von dir hören. Okay. Dank unseres besseren Verständnisses der Alien-Verschlüsselungsmethoden können wir nun eine Einrichtung speziell zur Analyse sämtlicher geborgener Materialien errichten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun haben. Ich schlage vor, sofort damit zu beginnen, Commander. Ich schlage vor, dass wir das jetzt nicht machen. So. Ich schlage vor, wir scannen jetzt hier erstmal noch die 4 Tage. Bis zum Widerstandsfunk. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Ja, die Avenger wird eine Anforderung hinsichtlich Koordinierung unserer Kommunikation waren gerecht, aber wenn wir Reichweite vergrößern, eine Reihe von sorgfältig platzierten Release-Türen würde ausreichen, um uns gelingen. Bla bla bla, aber das ist unsere beste Chance zur Verbesserung unserer Möglichkeiten. Dank der erhöhten Abdeckung könnten wir damit rechnen, dass die Effizienz lokaler Widerstandseinsätze steigende Gruppen innerhalb der Reichweite von Türmen stärkt. Ja, finde ich super. Und was jetzt? Ach, jetzt machen wir Autopsien. Ich würde ja gerne hier unten das Zeug machen, aber ich habe ja nicht genug Alirium-Kristalle. Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus. Aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mit Hilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Ja, da hast du recht. Advent machte ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Die Propaganda... Commander, aufgrund der gemeinsamen mit Shen erzielten Forschungsergebnisse glaube ich, dass wir die Kosten für das Kontaktieren zusätzlicher Regionen durch die Errichtung von Funkrelais-Türmen innerhalb unseres Netzwerks senken können.
Je weiter eine Region von einem Relais entfernt ist, desto mehr Informationen wird uns der Kontakt kosten. Ich schlage vor, Relais entlang der äußeren Grenzen unseres Netzwerks zu errichten. Der Widerstand wird die Errichtung der Relais zu schätzen wissen und uns entsprechend belohnen. Ja, wir können das jetzt hier errichten. Und dann kriegen wir hier plus 72 pro Dingens. Und wenn wir es hier hin machen, kriegen wir plus 60. Doppelter Nutzen. Was ist denn das? Anscheinend, wenn man ein ganzes Dings haben. Nordamerika. Fertig los, alle experimentellen Neutrons, Granaten, Waffen, werden umgehend abgeschlossen. Also wäre es toll, wenn wir das hier auch alles dann haben. Hier diese Release-Station bauen, was kostet die mich? Aber jetzt scannen wir erstmal hier zwei Tage zu Ende. Trümmer wegräumen geschafft, Raum ansehen. Hey, super. Energieverbrauch erreicht. Ach wirklich? Nerv mich jetzt nicht damit. Mensch. 25 Tage hierfür. Wie lange brauchen wir hierfür? 102 Vorräte und Alien-Legierung. Und überhaupt, ich wusste doch, dass man hier unten die besten Sachen findet. Gott, dauert auch nur 30 Tage. So. Einem Tag ist das Kommunikationsdingens fertig. Sehr schön. War das gerade eben? Habe ich hier einen frei? Untätiges Personal? Moment. Wir haben untätiges Personal. Techniker, 4 Stück. Wo haben wir untätiges Personal? Fortschritt. Gut, die Zeit ist auch schon wieder um. Wir haben kein untätiges Personal. Fortschrittliche, was wollen die von mir? Wir haben 4 Techniker. 1, 2, 3, 4. Sind doch. Ach so, der. Wir haben keine Kranken mehr und deswegen ist das hier praktisch. Den brauchen wir dann nicht mehr. Kapiert. Entfernen. So. Und dann soll er meinetwegen ihm hier helfen. So. April Hill. Gut. Ich würde sagen, dann lassen wir es jetzt auch erstmal dabei und beim nächsten Mal geht es dann mit der neuen Kommunikationszentrale weiter. Und dann sehen wir auch insgesamt mal weiter, wie das ist. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wenn wir dann hier unten das freiräumen können. Da müsste ja theoretisch auch mehr Energie rausholen zu sein, wie auch immer. Gut, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.